Herzlich willkommen bei Supplementa kocht. Ich bin Luisa. Und ich bin Sophie. Heute machen wir frischen Karottensaft mit diesem coolen Entsafter. Genau, das ist der von Kuhwings. Den findet ihr auch bei uns im Shop. Und wir dachten, wir zeigen euch bei der Gelegenheit einfach mal, wie er funktioniert und machen nebenbei einen super leckeren Karottensaft, der jetzt auch mega geeignet ist für, ja, für eure Haut, wenn ihr schöne Haut haben wollt, wenn ihr vielleicht auch so ein bisschen einen schöneren Teint haben wollt. Genau, und wir zeigen euch das einfach mal und ja, ihr seht schon. Passt echt super viel rein. Ich glaube, wir haben über ein alles Kilo, da rein tun. Ein Kilo Karotten, glaube ich. Ja. Und das machen wir jetzt einfach mal hier rein. Und der Entsafter ist halt super gut, wenn man auch nicht viel Zeit hat, weil während der entsaftet, kann man halt auch was anderes gut machen. Ja, es passt echt alles hier rein. So, nur mal gucken, ob das dann auch so, ob wir hätten die anderen auch ein bisschen klein machen sollen. Ja, okay, ich vielleicht. Warte. So, okay, erstmal das. Genau. Machen wir jetzt mal an. Und die, man kann auch immer weitere hier reintun. So. Hier hinten kommt dann der Triester raus. Also die meisten von euch wissen ja wahrscheinlich, wie ein Entsafter funktioniert. Und das Besondere hierbei ist eben, dass der so einen großen oberen Self-Feeding-Bereich hat, wo der sich quasi eben selber das Obst und Gemüse holt und auch zerkleinert. Und das heißt, ihr macht ihn einmal voll und dann macht er da direkt, weiß ich nicht, einen halben Liter Saft zum Beispiel. Ja. Und wir haben jetzt da, glaube ich, ein Kilo, ja, Kilo Karotten drin. Ja. Und das ist echt mega, mega cool. In der Zeit kann man ja wirklich schon was anderes machen. Spülmaschine ausräumen. Ja. Und vor allem auch, wenn ihr viel entsaftet oder wenn ihr viele verschiedene Säfte macht. Also ich mache das zu Hause halt gern, dass ich zum Beispiel erstmal einen Selleriesaft entsafte und dann mache ich mir noch einen grünen mit rein. Und so kann man dann nacheinander alles Mögliche entsaften und halt dieses Batch-Juicing machen, wo man einfach größere Mengen entsaftet. Ja, auch gerade wenn man vielleicht mit mehreren zusammen wohnt, wenn man eine Familie hat, Kinder. Ja, genau. Ja, bekommt man einfach mehr Volumen raus. Das können wir hier vorne mal aufmachen, das ist immer der beste Moment. Ja. Und es läuft wirklich alles alleine. Wir mussten nicht mehr die Karotten großartig klein schneiden, was echt total cool ist. Und genau. Mit dem Triester kann man dann zum Beispiel noch Cracker machen oder die auch mit zum Backen verwenden. Das machen viele Menschen, ich mache das eher nicht, aber ja, könnte man theoretisch machen. Wenn man Sellerie entsaftet, kann man daraus auch Salz machen. Das habe ich schon mal gemacht. Hast du das schon mal gemacht? Nee. Wird das was? Kann man, ja, eigentlich schon. Das kann man dann zum Würzen nehmen. Ja? Aber ja, ich habe es nur einmal gemacht, weil ich es noch nicht so oft benutzt habe, aber ja. Genau, wir hätten jetzt mal die Zeit stoppen können, aber ihr seht es wahrscheinlich im Zeitraffer unten, ne? Wie lange es dauert. Aber es sind vielleicht ein paar Minuten, dann hat er wirklich diesen kompletten Bereich hier entsaftet. Und wir haben frischen Karottensaft. Das ist richtig cool. Ich freue mich. Ja, jetzt gerade auch, wenn man das Gefühl hat, die Sonne kommt einfach nicht so richtig zum Vorschein oder man lebt irgendwie im Norden von Deutschland zum Beispiel, wo gefühlt die Sonne seit Monaten sich nicht wirklich blicken lässt. Es ist einfach eine tolle Möglichkeit, seinen Teint so ein bisschen aufzufrischen und ja, hat eben ganz viel Vitamin A, C, E und K und diese besonderen Carotinoide, ich weiß nicht, Beta-Carotin auf jeden Fall, das im Körper zu Vitamin A umgewandelt wird und es ist super gut für eure Haut, Augen, Haare, Nägel und so weiter. Genau, deswegen finde ich, das ist ein bisschen underrated eigentlich, der Karottensaft. Was machst du mal für Säfte? Also, ja, Sellerie und dann mein anderer Favorite ist Petersilie, Apfel und Limette. Das sind so meine zwei Standards eigentlich. Und ja, manchmal auch Fenchel. Ja. Du? Ich mache auch immer Fenchel und Apfel. Das liebe ich. Ja. Und auch Sellerie. Ja. Ja. Oder Ananas. Ja, was halt auch richtig gut ist, ist der Medic Meat and Brain Shot, der Energy Shifter, der mit Karotte, Paprika, Süßkartoffel und Ananas. Ja. Der ist mega lecker. Ja, könnt ihr natürlich auch super machen. Vor allem, weil ihr hier einfach eine komplette Ananas reinbekommt. Und ja, es geht super gut. Jetzt sind wir fertig hier. Ist schon fertig? Ich glaube, es kommt vielleicht noch so ein bisschen was nach, aber. Genau. Wir haben auch noch zwei weitere Videos auf dem Account, wo wir euch mal zeigen, wie man den Entsafter zusammenbaut und auch reinigt. Und genau, ich würde sagen, jetzt probieren wir mal unseren frisch gepressten Saft hier.
Farbe ist einfach schon mega cool. Ich weiß nicht, magst du Karottensaft? Früher mochte ich das gar nicht. Ja. Aber ich habe es ehrlich gesagt ja, schon länger nicht mal getrunken. Cheers. Deswegen. Aber es schmeckt auf jeden Fall gut. Sehr wahnsinnig süß auch, ne? Ja. Lecker finde ich ihn auch mit Ingwer. Oder mit Orange. Apfel, genau. Mhm. Aber so schmeckt er auch gut. Aber ich glaube, ich teste das jetzt mal 30 Tage, mal jeden Tag Karottensaft und guck mal, was mit meiner Haut passiert. Dann bist du richtig braun. Viel zu hell unterwegs bin gerade. Genau, deswegen, das war unser Karottensaftrezept. Wir freuen uns, wenn ihr wieder vorbeischaut, ein Like da lasst, Abo da lasst und auch vielleicht einen Kommentar. Gebt uns auch gerne Vorschläge, was ihr ansonsten sehen möchtet, wenn ihr mehr Saftrezepte zum Beispiel sehen möchtet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.